Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 222 von Avorion. Ja, nicht Astonia, wie letztes Mal angekündigt, ne? Da war ein Fehler drin, ne? Der Thomas Stehler hatte mir das auch geschrieben. Der hatte mir auch geschrieben, ich soll meine Missionen gucken, weil da geht's vielleicht auch noch ein bisschen weiter, da muss ich auch noch reingucken dann. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht, nur in den E-Mails geguckt, das war vielleicht nicht der richtige Weg. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Müssen wir machen, machen wir nach dem Intro und dann schauen wir weiter, ne? Hier ist auf jeden Fall nichts los, außer dieser Forschungssatellit ist das da hinten, ne? Ein Energieforschungssatellit, genau. Die kennen wir ja schon. Alles klar, bis gleich. So, dann schauen wir mal rein hier. Missionen, die Barriere. Sei der Erste, der Barriere quert, ist klar optional. Frage den Einsiedler um Rat. Oh, das machen wir. 328 minus 109. Überquere die Barriere. 328, 109. 328, 109. Oh. Da ist falsch rum, also nach unten. Warte mal. 328. Also hier hinten ist das irgendwo schon mal. Und 109. Okay, das ist dann hier unten irgendwo, ne? Schiff von der Einsiedler. Okay, da müssen wir hin. Ist das hier natürlich jetzt die Ölplattform? Naja, genau so ist es. Das heißt, ich muss jetzt ein Schiff haben, mit dem ich gerade da mal hinfliegen kann. Und das ist der Miner. Dann würde ich sagen, mach das mal so. Ne, so und so. Hinterhalt schnell, dann sind 6%, starten wir. Okay, dann über den Sprung, das ist schon mal gut. Passt erstmal. Dann hier raus. Und dann doch, hier war schon richtig, ne? Ist das das Schiff jetzt hier? Ja. Das ist unser Schiff. Da müssen wir mal schauen. Schiff von dir. Das sind Schiff von mir. Das ist der Traveler. Keine Ahnung, was das für eine Geschichte ist. Hier sieht man jetzt aber nichts Besonderes sonst, ne? Könnte man dahin fliegen noch. Bis das andere Schiff der Miner angekommen ist, ne? Springen wir da gerade rüber, gucken, was da los ist. Scheint auch nichts Besonderes. Was hat der Thomas Stehle noch geschrieben? Er hatte noch geschrieben, dass ich halt meine Schiffe verschrotten soll, die nichts taugen. Und hier Ressourcen habe, die ich dann neu erbaue mit. So, mal gucken. Ah, hier unten sind schon eine ganze Armada. Dieser Ort ist nichts für dich. Verschwinde und dir wird nichts passieren. Alles feindselig, Plünderer und so. Ja, bringt nichts. Dann schauen wir mal weiter. Fliegen wir dahin, oder? Schauen wir mal, dass wir da rumkommen. Sprungroute ist berechnet. Alte Leertaste kühlt Hyperraumantrieb ab, ist klar. Geht auch dann schneller, das ist auch gut. Dann aufgeladen. Und gesprungen. Sehr schön. Gleiches Schiff wie eben hier im Ladebildschirm. Avorion, spricht man Avorion aus. Ja, coole Aussage, ne? Gucken wir mal. Energieforschungssatellit. Das ist ein Asteroid mit Trinium. Und das hier, ja. Wir müssten eigentlich Xanion dann noch abbauen, oder?
Was ist das? War das schon immer so rot? Ah ja, da waren wir ja gerade, okay. Hier war der Forschungssatellit. Ja, lass uns mal weiter kurz noch gucken. Da müssen wir hin. Okay, sind ein paar Satelliten im Weg, ein paar Asteroiden im Weg. Fliegen wir erst so und dann so. Und dann kommen wir da schon hin, oder? Meine 1 hat den Zielsektor erreicht, stand da gerade. Aber wieder so ein paar Piraten hier. Zum Wrack. Koordinaten da eingetragen einmal. Springen wir gerade da noch hin, bevor wir zum Einsiedler kommen, na, ne? Denke ich mal. Ja, ihr könnt ja schießen, aber ich fliege jetzt gerade vorbei. Auch wenn ihr mir den Hyperraumsprung gerade blockiert, aber der geht ja gleich auch weg. Die Zeit läuft für mich, ja. Elf, 10 Sekunden noch. Wir laden jetzt auch schon auf. 5 Sekunden noch. 1, 0, jetzt ist die Sperre weg. Kriegen wir das schon hin? Ich denke schon, oder? Ja. Energie niedrig, aber es hat trotzdem geklappt. So, mal gucken, was da ist. In Rissen erwarten dich viele Gefahren, wie etwa gefährliche Umgebungseffekte. Je tiefer der Riss, in dem eine Mission stattfindet, desto stärker werden die Effekte. Aha, das wird wahrscheinlich das DLC sein oder was es auch immer war, ne? Okay, hier sind ja auch wieder so Freunde. Ne, das war noch Blockieren von vorher wahrscheinlich, ne? Ist hier denn irgendwas? So wie es aussieht, ist hier nix. Das ist mein Schiff, ne? Ja. Also hier könnte höchstens noch was versteckt sein. Ach ja, was mir gerade einfällt beim Video betrachten oder nachkontrollieren, hatte ich dann noch gesehen, dass das Blinken damals in dem einen Sektor dann doch da für mich zu sehen war. Und da ging es dann darum wahrscheinlich, dass irgendwo so eine Boje war. Aber die habe ich nicht mitgekriegt. Okay, wir gehen jetzt auf die Karte, gehen gucken nach unserem anderen Schiff. Wo ist das? Das war hier irgendwo, ne? Da ist der Einsiedler. Meine 1, springen wir mal rein, wechseln zu meiner 1 und dann schauen wir mal da die Frage an den Einsiedler, wie es weitergehen kann. Ne, das war falsch, das ist richtig, der Einsiedler. So, wo muss ich hin? Da oben ist er. Kann ich schon interagieren? Ja, kannst du mir nochmal helfen? Ah, du schon wieder. Was gibt's? Ich brauche mehr Informationen. Immer noch auf der Suche. Ich höre. Ich habe 8 Artefakte. Was mache ich damit? Ach, du suchst das Tor. Das ist eine interessante Sache. Wo fange ich an? Erinnerst du dich an das Schiff aus dem Zentrum, von dem ich dir erzählt habe? Jo. Als das Schiff hier ankam, begann ein Wettrennen. Die besten Wissenschaftler und gnadenlosen Firmen, um einen Weg nach drinnen zu finden. Was passiert? Naja, das, was man erwarten würde. Sie haben es wohl geschafft, ein Teleportersystem zu bauen, das jemand theoretisch über die Barriere bringen könnte. Aber sie haben es nie geschafft, es zu öffnen, wo sie sich unwiederbringlich zerstritten haben. Die Artefakte, die man benötigt, wurden über die ganze Galaxie verteilt. Ich war noch nie selbst dort, aber ich habe gehört, dass viele Arbeiter um den Sektor 145-39 gesehen wurden. Du solltest dort suchen. 145 minus 39. Viel Glück, danke. Sehr schön. Karte. 145.
39. 146, 145, 139. Das heißt, wir müssen zu diesem Sektor. Das ist Traveler in der Nähe, ja. Ich glaube, ich springe mit dem Traveler dahin, oder? 100. 45, 39. Da muss ich das haben, dann muss ich das haben. Und der 45, 9 links liegt zum Zielsektor. Schnell in 6% Gefahrenlage. Aber wir sind den am Verschieben. So, und da ist vielleicht was los. Achso, da ist noch ein Schiff. Da ist Craft. Lass mal gerade wieder in Craft gehen und gucken, wie der ausgestattet noch ist. Schauen wir mal da rein gerade, oder? Okay, der hat jetzt hier nicht so dolle Sachen. Pulskanonische Zünder ist alles nicht so. Doppel-R-Bergbau und hier haben wir noch einen Bergbauer. Der ist mehr ein Bergbauer dann, ne? Kann sich mal hier gerade so verteidigen oder auch noch nicht mal das, oder? Schiff ist sehr schwach. Haben wir denn noch Möglichkeiten? Boltergeschützturm. Wo würde ich das denn hinbauen wollen? Hier vorne zu? Aber geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Doch, ging sogar. Geht der auch noch? Der braucht wahrscheinlich irgendwie ein anderes Material dann, ne? Trinium. War irgendwo Trinium hier? Ich glaube nicht, ne? Das müssten wir dann auch leveln, oder? Generator, Korrekturdüsen, Frachtraum, Panzerung. Nee, ich wollte das Trinium noch behalten hier. Panzerung bauen und dann schauen, dass wir die hinkriegen, irgendwie die Panzerung, ne? Spiegelachse machen wir noch an. Zack. Okay. Ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Oh. Bin gerade wieder aus dem Spiel gewesen. Immer glaube, wenn ich im Baumodus bin, passiert das. Dass ich das mal aus Versehen verlassen kann dann. Kann ich das jetzt upgraden hier eigentlich? Ja, bestimmt kann ich das upgraden. No, nicht. Xanion. Wie war das denn mit dem Upgrade? Spiegeln weg. Ich glaube, hier musste ich einen Block umwandeln. 5200. Der würde schon mal passend sein. Aber die anderen gehen dann nicht mehr. Shit. Was ist das hier für ein Container? Ne, transformieren zu Triebwerk wollte ich nicht. Da ist das Symbol. Machen wir das gerade aus. Ne, das ist doof. Das soll weg.
Generator ist das. Den gibt es auch hier, ne? Umwandeln in das hier. Block umwandeln. Wo ist der Generator hier dann? Energiecontainer, dann ist der Generator hier. Nee, ich möchte nur diesen Block da umwandeln und nichts anderes machen. Ah, das ist zu teuer, das geht nicht. Du kannst nur mit Freunden, die nicht im Sektor gebaut werden. Okay. Ach, das sind die Dingens, Spezialteile. Ah, okay, das geht wieder dann nicht. Alles klar, weiß ich Bescheid. Jetzt müssen wir nur gucken. Was kann ich denn hier noch so ein Gestell? Machen wir mal so gerade. Und dann kann der da drauf? Nee. Ich sehe keine Schütze im Bodenturm, ist nicht vollständig auf einem Block. Ach so, das ist da erstmal das Problem. Dann machen wir es so. So. Und so. Geht das so? Geht das dann so? Ne, ist noch größer, okay. Nochmal hier hin. Ach so. Komm, machen wir so. Machen wir so. Und machen wir so, aber nicht genug Slots dafür. Kann ich denn die Bergbauer abbauen und dann geht das? Aber das wird wahrscheinlich nicht so sein. Da müssen wir mal noch mal gucken, wie wir das weiter hier ausbauen müssen, damit das klappt. Der Eremit ist schon klar. Jetzt lass uns mal den hier gerade stehen. Ab aus dem Baumhaus raus, einmal in die Karte. Ah, der ist noch nicht, gar nicht da hier, unser Schiff. Traveler braucht noch 3 Minuten. Irgendwer ruft mich gerade. Superjäger Fredo ruft dich. Enter antworten. Du bist in einem Teil der Galaxie, den du nicht gewachsen seid. So nah am Galaxiekern ohne starkes Schiff herumzufliegen ist gefährlich. Das wirst du aber noch früh genug merken. Aber es gibt schließlich eine Lösung für alles. Du kannst uns Munition sparen und gleichzeitig dein Leben retten. Kannst uns etwa 500 Kredit zahlen oder wir werden dein Schiff abwracken, nachdem es dir zum geschossen ist. Patron, dann eben auf die harte Tour ausgegangen, ist viel zu lang, dass wir mehr richtig Spaß hatten. Wo ist Flugrichtung? Da. Okay, wir müssen erstmal hier durch. Und dann springen wir gerade weg. Und dann geht die Reise dahin. Sprung berechnet. Und tschüss. Ja, ihr könnt viel labern, aber ich bin dann doch schneller am Fliegen und schneller am Springen und dann könnt ihr mir nix. Gib das auch nochmal in die Koordinaten ein und ich würde sagen, wir sind dann erstmal so weit, dass ich den Flug von dem anderen noch abwarten muss. Das dauert noch ein bisschen, aber das kriegen wir auch hin. Aber wir schalten dann da rein und schauen, was da in diesem Sektor ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Jetzt blockieren die mich wieder, ne? Okay, werden wir schon irgendwie gelöst kriegen. Jetzt müssen wir gleich in den Sektor fliegen, wo andere Schiffe aus sind, damit die uns helfen, ne? Machen wir alles in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.